Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zum neuen Europa Universalis 4 Let's Play mit den Azteken. Ja, jetzt muss ich glatt noch mein Fenster erst zumachen. Jetzt zieht es plötzlich kalt rein für den Start. Also, wir spielen das Achievement Sunset Invasion. Wir sollen als Aztekenreich Lissabon, Madrid, Paris, London, Amsterdam und Rom erobern. Zählt als sehr schweres Achievement. Na, schauen wir mal. Zuallererst würde ich gerne mal wissen, also für dieses Let's Play ist es zu spät, aber wenn wir so ein neues Let's Play starten, wollt ihr auch Misserfolge sehen? Also wenn ihr die erste Folge seht, habe ich alle Misserfolge gelöscht. Das Aztekenreich ist nämlich am Anfang ein bisschen tricky, da kann schon mal ganz viel schief gehen. Später wird es ein bisschen entspannter, aber gerade der Anfang, naja. Das würde mich mal interessieren. So, ansonsten, Aztekenreich, ja, war sich gewünscht nach dem, in meinen Augen, Desaster mit dem Mogulreich. Gucken wir mal, ob das Aztekenreich besser funktioniert. Wir starten auf Iron Man. Wie ihr seht, Sunset Invasion. Ich habe schon Probe gespielt. Das ist auch nicht die erste Aufnahme, die ich mache. Es kann nämlich sein, dass der König gleich am Anfang stirbt, dass irgendwelche blöden Bündnisfälle eintreten oder sonstiges. Und dann hat sich das Spiel gleich am Anfang relativ schnell erledigt. Also, Aztekenreich. Wir gehen mal bei den drei wichtigen Sachen durch. Einmal Montezuma oder Moctezuma, der König. 435, ein genialer Herrscher. Spionageabwehr 20% ist leider nicht so toll. Vorher hatte ich mal Moral, das war cooler. Unser Thronfolger ist dafür ein Desaster. Was an Montezuma noch interessant ist, es ist ein kleiner Gottgeneral und genau das ist das Problem an dem Spiel. Wir brauchen diesen General am Anfang. Ohne Montezuma würden wir am Anfang kaum Kriege gewinnen. Und wir müssen ständig im Krieg sein. Deswegen müssen wir den benutzen. Wenn er natürlich instant stirbt, ist es schlecht und am besten fängt man neu an. So, Punkt 1. Dann, die Ideen von den Azteken sind relativ genial. Also erstmal, wir starten mit Kampfstärke Infanterie 10% und Kostenideen minus 10%. Wenn wir irgendwann durch sind, sogar noch Rekrutenreserve global 25%. Das ist ja auch der Punkt, wenn wir hier durch sind, sind wir auch hoffentlich schon in Europa und da geht es halt dann richtig los mit dem Schlachten. Deswegen Rekrutenreserve nochmal richtig genial. Dann am Anfang Kostenkriegsmüdigkeit, ja, ist nett. Legitimität, ja, Mai. Dann für mich unglaublich wichtig, Regeneration, Rekrutenreserve 10%, Moralarmee 10%, Steuereinnahmen 10%, Produktion 10%. Da wird einem das Herz warm. Und dann am Schluss nochmal Spionagenetzwerkaufbau 20%, brauchen wir nicht mehr. Aber gut, ist halt drinnen, aber hier in der Mitte, oh, lecker. Und dann das Schlimmste an der ganzen Geschichte, das Verhängnis- oder Verderbnissystem. Hier steht Verhängnis, unten ist immer von Verderbnis die Rede, deswegen egal wie man es nennt. Das Verhängnis, wir kriegen pro Provinz einen Verderbnispunkt im Jahr. Wir haben 5 Provinzen, also 5 Verderbnis momentan. Sobald wir die 100 erreicht haben, passieren schlimme Dinge. Deswegen versuchen wir das auf unter 100 zu halten, noch besser unter 50. Weil wir haben hier 5 Reformen, die wir durchdrücken können. Für jede Reform, die wir durchdrücken, sinkt der Verhängniszuwachs um 20%. Soll heißen, haben wir alle 5. 100% weniger Verhängnis. Kurz gesagt, das Problem ist beseitigt. Wie können wir so eine Reform durchdrücken? Wichtig sind 2 Punkte. Verderben muss geringer als 50 sein. Deswegen sage ich, wir versuchen es unter 50 zu halten. Und wir brauchen 5 Vasallen. Wir werden also am Anfang weniger erobern, wir werden ständig alles vassalisieren. Haben wir alle 5, können wir reformieren und zwar, sobald wir einen Nachbarn mit ein paar Institutionen haben. Im Regelfall werden das natürlich Europäer sein, wir werden da ein bisschen tricksen und werden uns den Nachbarn selber schaffen. So, es gibt jetzt 2 Möglichkeiten am Anfang, wie man das Spiel beginnt. Hier drücken wir mal kurz das Visionsstreben durch. Die Rivalen am Anfang sind immer die gleichen bei jedem Spielstart, wie ich bisher gemerkt habe. Deswegen sind auch alles, bis auf die Tarasken, direkte Nachbarn. Die Tarasken nehmen wir dazu, dann können wir nämlich Kalisco auch verbünden. Und unser zweites Bündnis werden die Mixteken hier unten. Da müssen wir aber kurz mal ein bisschen Beziehungen verbessern. Damit hätten wir auch den Anfang schon erledigt.
Wir werden jetzt immer wieder Bündnisanfragen natürlich bekommen, in erster Linie von unseren Nachbarn. Die werden wir alle ablehnen. Wir bauen 3000 Truppen. Das ist 1000 Truppen über dem Truppenlimit. Wir werden relativ schnell auf 11.000 Truppen kommen und wir brauchen die Truppen. Deswegen nehmen wir die mit. Und wir haben sogar einen Berater mit Moral. Nehmen wir auch mit. So. Nein, machen wir noch ganz kurz die, nicht die Berater, sondern das Kronland. Wir werden hier in die, bei den verschiedenen Fraktionen ausnahmsweise mal etwas intensiver reingehen. Und zwar, wir verzichten auf Absolutismus. Wir hauen bei jedem Stand die Loyalität rein. Ja, war schon der Richtige. Und dann hauen wir hier sogar einmal noch rein die Kontrolle über die Geldpolitik, weil guckt mal her. Also erstmal, wir geben kein Grundland ab. Machtkosten leider 5%, aber Zinsendarlehen. Wir werden öfter Darlehen bekommen, Leute. Inflationsreduktion, das muss ich gleich noch zeigen. Unglaublich wichtig und produktionseffizient. Ich nehme es schon mal vorweg. Wir haben 4 Goldminen. Auch hier gehen wir nochmal in die Loyalität einfach rein. So, wir haben 4-mal Gold. Und einmal Baumwolle. 1, 2, 3. Nein, das war das Falsche. 3, 4. Insgesamt sind 11 Goldminen hier. Also über Geld brauchen wir uns keine Gedanken machen. Problem ist halt, dass die Inflation wird uns auffressen. So, okay. Wir müssen noch einen Händler setzen. Es geht nur einer. Der zweite ist leider zu weit weg. Deswegen, der wird irgendwann anders kommen. So, wir sind soweit. Wir stellen mal auf die 4 und starten rein. Es gibt, wie gesagt, 2 Startmöglichkeiten. Okay. Ich komme noch nicht zum Spielen. Also, die Azteken haben 4 oder 5 Events, wo man Auswirkungen bis zum Ende des Spiels bekommen kann. Alle diese Achievements fressen unglaublich viele Machtpunkte, was aber relativ egal ist, weil guckt mal, 100 Machtpunkte für 0,05 Kriegsmüdigkeit und 2,5 Disziplin. Machen wir. Da verzichte ich sogar auf die Stabilität, Leute. Zack. Oh, und gleich das nächste. Und gleich das nächste auch noch. Also hier würden wir entweder adlige Rebellen bekommen. Oder wir geben nochmal Admin und Diplo aus für Prestige bis zum Ende des Spiels plus 1. Ja, natürlich machen wir das. Wir brauchen am Anfang keine Machtpunkte. Deswegen ist uns das relativ egal. Oh, 54 wäre zwar grundsätzlich schön mit der Institutionverbreitung, aber bis dahin haben wir noch keine Institution, deswegen... So, Totonacken. Ja, es gibt 2 Spielstarts am Anfang. Also entweder wir beginnen jetzt direkt mit der Wasser... Also wir werden so oder so direkt mit der Wasseralisierung beginnen, aber wir gehen jetzt ganz direkt hier, wenn es jetzt gut läuft und wir haben jetzt direkt instant mal 5 Vasallen, dann beginnen wir jetzt direkt volle Power-Reform. Der zweite Punkt ist, was eigentlich der angenehmere Weg ist, man wechselt erstmal die Religion und zwar auf animistisch. Wie das funktioniert, schauen wir mal, das wäre jetzt mein bevorzugtes Ziel. Also ich weiß, wie es funktioniert, dafür müssen wir aber Metzitlan oder so ähnlich erobern. Das Problem ist Otomi, da ist schwer ranzukommen am Anfang. Mixtecken und hier Xalisco würde ich auch gerne noch jemanden reinschicken. Warum? Wir haben als Azteken am Anfang nur Standardmissionen, das heißt Drupplimit und verlässliche Verbündete. Jörg-Tilan wollen wir nicht. Xalisco, mach mal. Ich nehme den Drupplimit, die Moral und den Unterhalt gleich mit. Könnte man sich natürlich auch aufheben, bis es gegen die Europäer eine Rolle spielt, aber ihr kennt es, ich hebe ungern Missionen auf. Restung schalten wir dabei aus. So, jetzt wären wir eigentlich schon soweit. Wir gucken mal an, wen wir den Krieg erklären können. Teotilan, zu stark momentan. Tlaxaltecken, die könnten wir uns holen. Totonaken könnten wir uns auch holen. Otomi wie immer nicht. Nein. Matlatzinka auch nicht. Und die Klappernecken auch nicht. Achso, hier haben wir auch noch Koixlal. Auch nicht. Okay, wir haben Teotilan. Ne, hier.
Die Tlaxaltecken. Da hätten wir Xeukla irgendwas. Oder die Totonaken, da hätten wir Matlazinka. Matlazinka. Mir würde eigentlich... die Verbindung hier relativ gut gefallen. Am Anfang. Die Mixtecken wollen ein Bündnis, ja. Will ich auch. Wir erklären hier den Krieg. Wir haben übrigens gegen alle unsere Nachbarn Blumenkriege. Das ist Zwangsvassalisierung als Kriegsgrund. Deswegen brauchen wir auch nirgendwo Kriegsgründe schaffen. So, jetzt seht ihr auch, warum wir unseren König als General brauchen. Wir marschieren dann nämlich jetzt einfach rein und stackwipen die Gegner einfach. Das gleiche probieren wir hier unten auch nochmal. Wir besetzen hier schon mal die Gebiete. So, einer Mixtec-Staatsehe wollen wir auch. Ja. Contieri braucht man nicht. In der Hoffnung, dass der Gegner auch keinen aushebt. Und dann sind wir jetzt hier schon durch. Wir würfeln mal auf einen General und hoffen auf Belagerung. Natürlich nicht. Nochmal, komm. Wieder nicht. Nochmal. Es gibt's doch nicht. Etwas, was ich ja am Anfang, den behalten wir mal vorsichtshalber, an sich eigentlich nicht sehr gerne mache. Aber da die Militärpunkte tatsächlich am, oder überhaupt die Punkte am Anfang nicht so wichtig sind, konnten wir das jetzt mal riskieren und hier am Anfang gleich einen Belagerungsgeneral zu bekommen. Wäre ziemlich OP gewesen, deswegen musste ich das jetzt einfach mal probieren. Wir erhalten einen Anspruch, schön, den brauchen wir nicht. Weil wie gesagt, wir wollen ja eh nichts erobern, sondern langt nicht. Ach, das ist hier eine ziemlich fette Festung, ja. 9000 Mann brauchen wir hier. Wir fahren einfach mal schnell 4 hier runter. Sparen uns die Rekrutenreserve. Warten, bis hier die Festung durch ist. Und dann holen wir uns die obere. Wie viel brauchen wir denn hier eigentlich? 3000 Mann. Na dann. Wir lassen 4000 Mann da. Und der Rest geht einfach nach oben. Dann haben wir hier die 9000 Mann. Und der erste Krieg ist eigentlich auch schon vorbei. Wir können sogar schon unsere Festung wieder stilllegen. Wieso haben wir jetzt nur 7000 Mann? Bin ich jetzt so schlecht in Mathe? Verlässliche Verbündete nehmen wir auch mit. Anscheinend bin ich so schlecht in Mathe tatsächlich. Wir warten einfach, bis die Festung hier unten durch ist. Komm schon, Fall. Fall endlich. Das gibt's doch nicht. Wir drehen einfach mal kurz auf die 5. So. Und jetzt mit allem da oben rein. Hier können wir jetzt schon mal Frieden machen. Wir wollen, dass du mein Vasall wirst. Gib mir dein ganzes Geld, das leider relativ wenig ist. Na, eigentlich ist es... ja. Das Shift funktioniert anscheinend nicht mehr. Gut. Erster Vasall. Schön. Also wichtig ist tatsächlich bei dem Spiel, wir müssen in jeder Friedensverhandlung immer einerseits Gold nehmen, auf der anderen Seite, wenn wir mal jemanden nicht vasallisieren, die Bündnisse mal lösen.
Es ist relativ wichtig. Gut, die ersten zwei hätten wir erfüllt. Leider haben wir keinen Belagerungsgeneral, deswegen zieht sich das Ganze hier. Ich glaube, hier ist sogar die mächtigste Festung überhaupt drinnen. Geben wir mal das Geld aus. Ja, auch nur eine Zweierfestung, so wie bei uns. Aber die anderen Festungen sind teilweise nicht... Ja, doch, sind... Ja, teilweise haben sie gar keine Festungen. So. War schon mal ganz, ganz, ganz wichtig. Dass wir die Tlaxaltecken bei uns haben. So, erlangt Untertane. Dann hätte ich jetzt immer noch gerne dich drinnen im Krieg. Teotilan, wie schaut's denn jetzt aus? Tlapaltecken und Otomi, wir könnten für Gebiet noch die Mixtecken mit reinnehmen. Okay. Wer ist noch? Kolima und die Tlapaltecken hier. Nein. Und Kolima ist... Hier hinten. Gegen die haben wir keinen Kriegsgrund, deswegen bringen wir die jetzt gerade nichts. Otomi Tlapanecken. Wenn ich den Krieg hier gewinnen würde, hätten wir eigentlich auch schon tatsächlich die ersten fünf Untertanen. Aber ich würde eigentlich erst gerne die Religion wechseln. Das ist das Problem. Otomi, Tlapatecken und wir erklären den Krieg gegen Teotilan, gegen Teotilan. Müsste dafür halt eine Provinz an die Mixteken abgeben, was jetzt nicht so schlimm wäre eigentlich. Aber wir würden halt so auch an die Provinz hier oben rankommen. Komm, probieren wir. Probieren wir. Hier passiert mal direkt ein Wipe. Okay, holen wir uns hier hoffentlich Otomi, nicht Otomi, sondern Teotilan. Ja. Auch direkt hinfort. Dann hätten wir noch hier oben den Feind. Na, du nicht, du nicht, du nicht, du nicht, du nicht, du bleibst hier. Und besetzt alles. Ich will nicht, dass hier irgendwo nachgebaut wird. Oh, und da haben wir das erste Problem. Die Tarasken angeheuert. Wir können uns zurückziehen. Macht es. Das meinte ich eben mit, es kann schnell gehen. So, rein damit. Wipe. Und rüber.
Ja, die brauche ich da unten. Solange die hier rumlaufen, machen die halt Ärger. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Das ist der Kriegsgegner. Wir machen was anders. Wir besetzen jetzt direkt Otomi. Wir versuchen, die jetzt einfach schon mal rauszunehmen aus dem Ganzen. Das ist ja eigentlich auch der eigentliche Kriegsgegner. Legitimität oder Prestige? Wir verlieren Prestige. So, wir bleiben auf jeden Fall in Mexiko stehen. Da hätten wir tatsächlich auch schon die erste Koalition gegen uns. Gut, dann nehmen wir dich raus. Koalition wollen wir jetzt noch nicht. Und wie gesagt, so wichtig ist es jetzt gerade noch nicht mit unseren Vasallen, weil wir wollen die Religion wechseln. Dafür brauche ich eigentlich hier nur Matazinka. Das würde schon langen. Da gehen wir natürlich rein. Hau das schon wieder ab. Hau das schon wieder ab. Jetzt geht er rein, wir auch. Spielchen kann ich auch, hin und her, hin und her, hin und her. Kommt er wieder. So, Otomi, wir wollen eigentlich nur können wir den noch vassalisieren? Machen wir. So. Dann. Das wird zur Kernprovinz. Und hier wollen wir jetzt einen Spionagenetzwerk haben. Ah! Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. In den Krieg rufen. Moment. Da stehen ja die Mixtecken schon drinnen. Wir haben ja jetzt hier diesen Huastecken. Den Kriegsgrund, auf den ich jetzt nicht geachtet habe. Sind die hier, Huastecken. Geh doch einfach raus. Komm, gib mir dein Geld, geh raus. Du interessierst mich nicht, die Bohne. Okay. Wir warten jetzt. Nein. Jetzt ist es natürlich nicht mehr mein Krieg. Also meine Besetzung. Aber es ist jetzt sowieso die Frage, wenn wir den jetzt noch vassalisieren würden, ob es eine Koalition gibt oder nicht.
Wir könnten einfach nur vorsichtshalber hier auch mal ein Spiel nachschauen. Wir sind beides Animisten, deswegen könnten wir sowohl hier als auch da. Okay, hier Mixtecken würden uns dafür hassen. Könnten wir jemand anders dafür ins Bündnis holen? Nein. Wo ist denn Chuck Wee? Würde das ein oder andere sein, aber nein, wir wollen die Mixtecken einfach noch behalten. Gib uns das Gold, gut ist es. Wir haben 3 Vasallen. Langt sowieso. Und werden jetzt mal schon mal hier rauf marschieren. So, ich würde aber sagen, für den Anfang war es das jetzt schon mal. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt die erste Folge. Haut ein bisschen was in die Kommentare rein. Vergesst den Abo-Knopf und so bitte nicht. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Servus.